So, also da hinten irgendwo müsste das gewesen sein. Da hat sich der Feuerwaran letztes Mal versteckt, als wir gegen die ganzen Orks gekämpft haben. Und hier die ganzen Echsen. Aber bisher sehe ich. Oh, da ist er. Da sind sie. Ah, das ist natürlich richtig ärgerlich. Also eine hätten wir vielleicht einfach anstürmen können und möglichst schnell niederschlagen, aber zwei sind ein Problem. Und was macht man bei Problemen? Man behilft sich der Magie. Was haben wir da? Feuerbälle werden bestimmt nicht viel helfen. Aber ein Eisblock klingt ganz praktisch. Genauso wie Skelette praktisch klingen. Das heißt, wir nehmen den mal weg. Organisieren wir uns kurz unsere Sprüche ein wenig. So, Eisblock, Skelette beschwören. Dann brauchen wir aber auch noch etwas Mana, sonst können wir die Sprüche nicht ordentlich sprechen. So. Erstmal die Skelette. So. Ihr bleibt schön artig. Damit der nächste Trank getrunken. Und der Eisblock fertig gemacht. Jetzt gehen wir an eine etwas erhöhte Position. Damit wir die auch gut treffen können. Oder die Jungs stürmen einfach schon von alleine los. Ist okay. Feuerwaran. Nein, nicht unser Krieger. So war das nicht geplant. Jetzt schießen wir bestimmt den Baum ab. Oh oh. Oh 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 oh. Aber eins von den Skeletten kämpft noch für uns. Gut. Lauf, lauf, lauf. Jungs, schnappt euch das doofe Ding und lauft nicht gegen Berge und Bäume. Ah, ihr seid doch echt. Na gut. Wir haben die Dinge erledigt, das ist das Wichtigste. Und Zunge eines Feuerwarans. Sehr schön. Ja, wir haben zwar drei Eisblockrollen verbraucht und eine Rolle um die. Au! Okay, der mochte es wohl nicht, von dem Eisblock getroffen zu werden. So. Nimmst du es mir jetzt übel, dass ich deinen Freund umgebracht habe? Nee, anscheinend nicht. Gut, also, wir haben das Horn von einem Schattenläufer, wir haben die Zunge von einem Feuerwaran, wir haben die Zähne eines Sumpfhais. Fehlt jetzt noch. Oh. Die Hauer oder das Fell von einem Troll. Der war irgendwo im Norden. Was sagt unsere Karte? Kommen wir da schnell hin? Ja, nicht wirklich. Und wir können auch nicht ordentlich abkürzen. Denn sowohl der Sumpf als auch das neue Lager sind nicht besonders nah dran. Dann verbrauchen wir halt einfach weiter unsere Geschwindigkeitstränke und machen das Ganze zu Fuß. So, Schluck, Schluck. Und laufe ich in die richtige Richtung. Wir sollten weg von Xalas Turm. Hin Richtung altes Lager und dann am alten Lager vorbei. Ja, und da ist der Feuerturm von den Leuten aus dem alten Lager. Also ein gutes Zeichen. Ja, jetzt weiß ich auch genau, wo wir sind. Hier ist die Schlucht gewesen, wo unten die Orkhunde waren. Auch wenn das schon eine ganze Weile her ist. Aber daran erinnere ich mich noch. Das heißt, wir folgen jetzt dem Weg hier. Den könnten wir rechts Richtung Sumpflager. Das tun wir aber nicht, sondern laufen einfach geradeaus weiter. Dann laufen wir in Richtung der Stelle, wo wir das erste Buch gefunden haben und wo wir uns in eine Kakerlake verwandelt haben, um durch so ein kleines Loch zu krabbeln. Und dann schauen wir uns da mal nach dem Troll um. Obwohl, da fällt mir ein, den Troll können wir ja noch gar nicht erlegen. Denn wir haben den Schrumpfzauber noch nicht gekauft. Ah, okay. Das heißt, erstmal zu den Wassermagiern. Da können wir dann auch gleich neue Schriftrollen kaufen. Also einmal die Monster-Schrumpfen-Schriftrolle, dann vielleicht noch ein, zwei neue Eisblöcke. Und
Was machst du da für komische Sachen? Und noch mehr Geschwindigkeitstränke. Denn davon kann man nie genug haben. Der macht wohl gerade Pause. Schade. Und wer von euch hat Schriftrollen verkauft? Hallo. Du nicht. Lass mich mal, du. Ah, das war, glaube ich, nur Kronos unten. Hops. Lass uns lieben. Das ist nur wirklich nicht mein. Ich halte mich da wieder raus. Ist Kronos denn wenigstens auf seinem Posten? Ja, da hinten macht er seine Runden. Schön, schön. So. Hallo, Kronos. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, was hat er denn Tolles? Er hat Schriftrollen, jede Menge Verwandlungsschriftrollen. Crawler, Blutfliege, Eispfeile, Skelette beschwören, Eiswelle, Eisblock. Eisblock ist eine gute Idee. Davon nehmen wir schon mal 5. Heilung haben wir unsere Tränke für, Feuerpfeile, Feuer. Und er hat kein Monster schrumpfen. Das ist schade. Es sind noch jede Menge Orkwaffen, die wir ihm verkauft haben. Okay. Dann verkaufen wir unseren. Oh. Nee, die ist doch besser, als ich dachte. Die Schwerter sind wesentlich mehr wert als die Schriftrollen. Also nehmen wir einfach ein paar mehr davon. Denn diese Eisblöcke sind ja echt tierisch praktisch. So, das passt doch. Oh, und wo wir schon mal hier unten sind im Kessel, können wir auch gleich mal mit Wolf sprechen, ob wir genug Platten haben für diese neue Rüstung. Um mal zu gucken, wie stark die denn ist. Wolf? Da ist Wolf. Ich habe einige der Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Zu wenig. Das reicht nicht für eine ganze Rüstung. Bring mir mehr von diesen Platten. Das ist jetzt schade. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den... Hat er denn noch ein bisschen was an Erz, was wir... Ja, jede Menge Erz, gut. Wenn er uns schon keine Rüstung machen kann, dann können wir wenigstens einen ganzen Ramsch bei ihm loswerden. Oh, den Götterhammer wollen wir behalten, falls wir nochmal auf den Golem treffen. Todbringer auch. Die ganzen können weg. Die ganzen Waffen von den Gardisten, die wir umgebracht haben. Gardeschwerter, Richtschwerter, die können alle weg. Wir haben echt viel zu viel Ramsch. Oh, und da unten ist die Armbrust von einem der Gardisten, die uns Schutzgeld erpresst haben. Die behalten wir mal. So, 3200 Erz brauchen, das reicht auch fürs Erste. Das abzuzählen dauert eine ganze Weile. So, 1500, 2000, 3000. So, das reicht auch schon. So, was machen wir jetzt wegen der Platten? Wir haben 12 Stück. Na gut, wir werden eh zurück in die neue Mine müssen, wenn wir die Sachen für das Ulumulu haben. Und dann sollten wir unbedingt daran denken, dass wir uns noch ein bisschen umgucken. Also vielleicht haben wir bei ein paar Leichen vergessen, die Platten abzuziehen. Oder irgendwo leben sogar noch welche. Von den Minecrawlern. Also dran denken. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal denjenigen finden, der die Schriftrollen verkauft. Hast du das? Sei gegrüßt. Hä? Hey, auch nicht. Der hier in der Mitte, der immer trainiert. Sei gegrüßt. Auch nicht. Saturas selbst? Jetzt sollten wir erstmal schlafen. Dann sind die alle schön in ihrem Posten. Und wir müssen nicht Rätselraten spielen. Also zumindest der Alchemist müsste dann in seinem Labor sein.
war das Labor. Ha, und er ist trotzdem nicht da. Das ist ja komisch. Aber wir hatten vorhin bei Sato, dass jemand anders vorbeigehen sehen. Vielleicht war er das ja. Ja, der da hinten, der gehört da nicht hin. Sei begrüßt. Zeig mir deine Ware. Und ja, es ist unser Tränkemischer. Gut, gut. Davon nehmen wir jetzt erstmal 20 Stück. Was haben wir noch so zum Tauschen? Wir haben noch sehr, sehr viele Pfeile. So, das dürfte reichen. Bolzen können noch weg. So. Todbringer. Den haben wir eigentlich nur als Andenken wirklich mitgenommen. Den hatten wir ja im Auffriedhof gefunden. Aber der kann wohl auch weg. Schrifträume behalten wir mal lieber alle. Tränke sowieso. Was ist mit Trophäen? Was haben wir da noch so? Wir haben Fälle eines Schattenläufers. Die können alle weg. Wir haben sehr viele Fackeln. Die Krallen können auch alle weg. 8 Rasiermesser brauchen wir auch nicht wirklich. Becher, Krüge, noch mehr Zähne. Alles weg. Crawlerzangen behalten wir. Sumpfheilzähne behalten wir auf jeden Fall auch. Eine Flammenzunge könnten wir verkaufen. Was haben wir hier noch? Amphoren können auch alle weg. So, das sieht doch schon gleich viel besser aus. Und den Rest werden wir halt einfach mit unserem Erz bezahlen müssen. Da haben wir ja doch schon eine Menge. Und die 2000 Erzbrocken sind es auf jeden Fall wert, dass wir dann uns wesentlich schneller fortbewegen können. Denn Zeit ist Erz. Annehmen. Zeig mir deine Ware. Hatte er jetzt auch Schriftrollen? Darauf haben wir gar nicht geachtet. Nee, er hatte echt nur die Tränke. So, Saturas, mein Freund. Hattest du die Schriftrollen zum Verkauf? Sei gegrüßt. Nein, hat er nicht. Jetzt haben wir doch eigentlich mit jedem hier gesprochen. Er probierte fleißig seine Zauber aus. Hier ist normalerweise der Alchemist. Er hier hatte auch nichts. Der hier auch nicht. Hier ist die Bücherei. Bleibt nur noch er. Oder hatten wir mit ihm auch schon gesprochen? Hallo. Die wollen uns doch veräppeln hier. So macht man aber kein Erz, wenn man seine Händler versteckt. Na gut, alternativ können wir noch ins Sumpflager uns teleportieren. Da wissen wir wenigstens, wo der Guru ist, der die ganzen Schriftrollen verkauft. Und gucken wir mal hier runter. Vielleicht hat sich ja noch irgendeiner der Wassermagier von seinem Posten entfernt. Hoffen wir einfach mal, dass sie nicht sauer sind, dass wir ihrem Erzhaufen so nahe kommen. Wenn es hier dann wirklich eine Verbindung zu dem Erzhaufen gibt. Aber das nehme ich einfach mal an. Da sie ja da immer dran rumarbeiten. Nicht runterfolzeln. Ah, das ist aber ganz schön tief. Das ist jetzt eigentlich schon tiefer als der Haufen, oder? Nee, gar nicht. Die Wassermagier sind ja recht hoch oben. Oh, ein Erzbrocken. Und eine Wache und da glimmert schon. Nee, das können wir, glaube ich, knicken. Aber wenigstens wissen wir, dass sich hier unten kein Wassermagier versteckt hat. Das heißt, wir gehen jetzt zum... Nicht zu den Wassermagiern, wir gehen jetzt zum Sumpflager. So, Teleport Sumpflager. Und dann gehen wir zu dem Baal mit seinen ganzen Schülern, der die Schriftrollen verkauft. Und drücken einfach die Daumen, dass er dann eine Monster-Schrumpf-Schriftrolle hat. Wenn nicht, dann werden wir uns wohl einfach so mit einem Troll anlegen müssen. Und hoffen, dass wir stark bzw. schnell genug sind. Ah, hier vorne war es doch gleich. Ja, sehr schön.
Und erst aus seinem Posten, wie sich das gehört, im Gegensatz zu den Magiern. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, was hat er denn Schönes? Er hat Windfaust, Verwandlungszauber, Telekinese, Sturmfaust, Schlaf, Pyrotechnik, Licht, Heilung, Angst, Kontrolle, freundlich stimmen. Und das war schon mit Schriftrollen. Also hat er auch keine davon zum Verkauf. Das ist jetzt ärgerlich. Aber na gut. Speichern wir kurz ab. Und dann machen wir uns auf zu dem Troll, den wir dann hoffentlich auch alleine schaffen. Aber das werden wir dann sehen.